Wir erobern Russland. Mein Gott, was ist das schon, Moskau erobern? Moskau liegt fast an der Grenze. Da ist die Grenze, Brest, und da ist schon Moskau. Hinter Moskau liegt noch das ganze Russland. Und da liegt noch der Ural. Würde es dort etwa keinen Widerstand geben? Sie hätten doch ein wenig aus der Geschichte lernen sollen, dass die Russen es nicht einfach so hinnehmen. Für Sie, für die Russen, für meine lieben Landsleute, bedeutete der Verlust von Moskau noch nie das Ende des Krieges. Im Gegenteil. Für uns ist es der Beginn des Krieges. Wir haben Moskau verloren. Oho, wir hören auf zu saufen. Wir kommen vom warmen Ofen runter, nehmen Heugabeln und Keulen und stechen sie ab. Moskau ist doch nicht Paris. Moskau hat Erfahrung und eine Tradition in selbstvernichtenden Heldentaten. Man hätte die Metro geflutet, den Kreml gesprengt, Häuser verbrannt. Und die berühmte Soja Kasmodemjanskaja hätte Moskau in Brand gesetzt und nicht das Dorf Petlischewo. Und Minen wären hochgegangen, auch wenn sie nach Moskau einmarschiert wären. Was hätten sie davon gehabt? Es wäre ein öder Platz gewesen. Schafspelze braucht man dort. General Golikow teilte Stalin vor dem Krieg mit, Deutschland bereitet sich nicht auf den Krieg vor, trifft keine Vorbereitungen zum Krieg, absolut keine. Und es hat sich bewahrheitet. Er hatte tausendmal recht. Philipp Golikow hatte recht. Somit fasse ich zusammen. Vom politischen Standpunkt her verlor Hitler den Krieg noch bevor er in ihn eingetreten war. Vom strategischen Standpunkt verlor Hitler den Krieg bereits Anfang September 1939. Er bekam einen Zwei-Fronten-Krieg, den Deutschland nicht gewinnen konnte und auch nicht gewann. Ich verteidige Hitler nicht. Ich sage nur, dass Hitler dumm war. Er war nicht auf den Krieg vorbereitet. Sich mit solchen Gaunern auf ein Spiel einzulassen, die ihn einfach über den Tisch gezogen haben. Er hatte den Krieg schon verloren, bevor wir in ihn eingetreten sind. Lassen Sie uns auf die Gesundheit von Josef Vissarionowitsch Stalin trinken. Auf unsere Marschälle. Auf unsere mutigen Flieger. Auf unsere heroische Rote Armee. Auf die Arbeiter und Kolchosebauern unseres Landes. Auf unsere Heimat. Diese Menschen wissen noch nicht, was ihnen das kommende Jahr 1941 bringen würde. Alles wusste, für alle dachte nach und beschloss das Schicksal aller, der große Führer und Lehrer, Genosse Stalin. Ein glückliches neues Jahr, Genosse Stalin. Es begann das vielleicht wichtigste Jahr im Leben von Stalin. Dieses Jahr sollte alles rechtfertigen. Entbehrungsreiches Leben und Sklavenarbeit von Millionen Menschen, Folter, Hinrichtung von nächsten Kampfgefährten, alles. Die Sieger werden nicht gerichtet. In diesem Jahr traf Stalin eine Reihe wichtiger Entscheidungen. Besonders reich an Ereignissen waren der Mai und Juni 1941. Am 5. Mai 1941 gab es einen Empfang zu Ehren von Absolventen der Militärakademien. Das ist eine Tradition. Einmal war auch ich dort. In unserer Geschichte sprach Genosse Stalin nur zweimal zu solchen Anlässen. Zum ersten Mal war das 1935. Genosse Stalin sagte, Kader entscheiden alles. Niemand hat verstanden, was er damit gemeint hat. Kader entscheiden alles. Es hat sich herausgestellt, dass man all den Kadern, die dort saßen, einfach die Gurgel durchgeschnitten hat, weil sie durch andere, Stalin-treue Kader ersetzt werden sollten. Damals ist das Säuberungsprogramm verkündet worden, was niemand begriffen hat. Und zum zweiten Mal trat Stalin vor die Absolventen der Militärakademien am 5. Mai 1941. Erstaunlich fand ich Folgendes. An diesem Tag hielt Stalin seine Rede und am 22. Juni begann der Krieg. Warum wurde diese Rede niemals veröffentlicht? Warum? Kurz vor dem Krieg sprach Stalin zu seinen Offizieren. Irgendetwas sagte er ihnen und das ist geheim. Warum geheim? Nach 50 Jahren wurde diese Rede veröffentlicht. In seiner gewöhnlichen Manier, die Fragen zu stellen und sie selbst zu beantworten, vertraute Stalin seinen Kommandeuren Überlegungen darüber an, dass die deutsche Armee gar nicht so unbesiegbar sei. Und im gegenwärtigen Augenblick bedeutet ein Zwei-Fronten-Krieg für die veraltete deutsche Armee, die keine Verbündeten hat, das Todesurteil. Die Rote Armee aber sei jetzt der deutschen Armee zahlenmäßig und qualitativ weit überlegen. Daher auch die Schlussfolgerung,
Deutschland kann uns nicht besiegen. Wir aber können Deutschland besiegen. Am nächsten Tag, am 6. Mai 1941, wurde Stalin zum Vorsitzenden des Volkskommissarenrates, das heißt zum Oberhaupt der sowjetischen Regierung, gewählt. Das war ein unverständlicher, geheimnisvoller Schritt. Und zwar aus folgendem Grund. Einige sagen, Stalin wollte damit seine Macht bündeln. Die ganze Macht lag ja sowieso schon in seinen Händen. Wozu brauchte er dann noch dieses Amt? Gerade darin bestand ja seine Macht, dass er keine Ämter hatte. Er stand sozusagen über allen, über der Partei, über dem Staat. Wenn etwas richtig gemacht wurde, dann war das ein Verdienst Stalins. Wenn nicht, dann war das Schwindelgefühl über die Erfolge bei den anderen. Er war für gar nichts verantwortlich. Der Ruhm ging an ihn, die Schande aber fiel auf die anderen. Und plötzlich nimmt er dieses Amt an. Und alle Beobachter, alle Historiker meinen, dass das irgendwie mit dem Krieg zusammenhing. Denn nach innen brauchte er dieses Amt nicht. Es war sowieso alles ihm unterstellt worden. Die ganze absolute Macht war bei ihm. Stalin hatte nur drei Möglichkeiten, dieses neue Amt des Staatsoberhauptes auszuüben. Erstens, um mit Hitler über Frieden zu reden. Diese Möglichkeit nutzt er nicht. Nach wie vor spricht Molotow mit Ribbentrop und Hitler und nicht Stalin. Zweitens, den großen Vaterländischen Krieg anzuführen. Nein, als Hitler uns überfiel, verzichtete Stalin auf alle Ämter. Wozu hat er denn im Mai das Amt des Staatsoberhauptes, des Oberbefehlshabers der Streitkräfte übernommen, wenn er es in den ersten Tagen des Krieges wieder abstreifen wollte, wenn er nicht mehr Oberbefehlshaber sein wollte? Man habe ihn dazu gezwungen. Somit bleibt nur die dritte Möglichkeit, dass Stalin dieses Amt als offizieller Oberbefehlshaber in einem Angriffskrieg gegen Deutschland benutzen wollte. Etwas anderes gibt es nicht. Es gibt keine andere Erklärung. Soll es mir doch jemand anders erklären? Nein, eine solche Erklärung gibt es nicht. Während viele bemüht waren zu begreifen, was unser Führer sich denn einfallen ließ, enträtselte der Botschafter Deutschlands in der UdSSR, der weise Schulenburg, das geheime Vorhaben Stalins und berichtete es in einem Geheimbericht an den Reichskanzler. Stalin stellt sich eine Aufgabe von großer Bedeutung, die er durch eigene Anstrengungen zu bewältigen hofft. Um Deutschland vor der Katastrophe zu bewahren, nahm Graf von Schulenburg im Juli 1944 am misslungenen Attentat auf Hitler teil, wofür er zum Tode verurteilt wurde. Die zur Vollstreckung vorbereitete Guillotine wurde 1943 durch eine englische Bombe zerstört. Der Graf wurde mit den anderen Verschwörern mit Klaviersaiten gehängt. In diesem Raum, an diesen Fleischerhaken. Die Hinrichtung wurde ausführlich gefilmt, damit Hitler sie sich bereits am Abend ansehen konnte. Nach diesem Attentat erkannte Hitler, inwieweit Stalin weitsichtiger war, der 1937 unter seinen Kampfgefährten eine blutige Säuberung durchgeführt hatte. Noch im Jahr 1941 sagte Hitler: Stalin ist Herr über Russland. Ein kluger Kerl. Er hofft, das vom Krieg erschöpfte Europa zu erben. Er lechzt nach Erfolg und lässt sich von der Losung leiten: Drang nach Westen. Könnte man Hitler und seine Regierung bei der Vorbereitung ihres Angriffs auf die Sowjetunion und das, was sie dabei gedacht haben, verstehen? Haben sie unsere Handlungen provoziert oder umgekehrt? Hatten sie einen Grund? Hatten wir den Deutschen einen Anlass gegeben? Ja. Wie die Dokumente zeigen, bereitete der Generalstab aktiv den Präventivschlag gegen Deutschland vor. Es gibt im Generalstab die Akte Nummer 237. In dieser Akte gibt es Dokumente bezüglich der Vorbereitung des Erstschlags. Dort gibt es insgesamt 7 Dokumente, von denen aber bis heute nur dieses Hauptdokument freigegeben wurde. Das sind sogenannte Überlegungen bezüglich des Aufmarschplans, die für Stalin bereits in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Volkskommissarenrates der UdSSR vorbereitet waren. Das Dokument ist nicht unterschrieben, doch es war für die Unterschrift durch den Volkskommissar für Verteidigung Timoschenko und durch den Generalstabschef Zhukov vorbereitet. Erstens können Sie sehen, wurde dieses Dokument weder von Timoschenko noch von Zhukov unterschrieben.
Es gibt keine Angaben darüber, ob Stalin dieses Dokument vorgelegt wurde und ob Stalin es studiert hatte oder nicht. Es erlangte keine juristische Kraft. Doch es wird durch unsere Historiker so dargestellt, als hätte die Rote Armee nach dieser Weisung gelebt. Es gab keine politische Entscheidung für den Präventivschlag. Es gibt solche Dokumente nicht. Also, es gab keine strategische Entscheidung dafür. Den Truppen der Fronten wurden gemäß dieser Anweisung von keinem irgendwelche Aufgaben gestellt. Sie haben diese Aufgaben nicht bekommen. Nicht bekommen? Warum aber erging am 6. Mai, an eben jenem Tag, als Stalin zum Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber ernannt wurde, an die Stäbe der Grenzmilitärbezirke eine geheime Weisung? Eine derart geheime Weisung, dass nach einem halben Jahrhundert die Zensur nur einen einzigen Satz freigegeben hat. Hier ist dieser Satz. Bereit zu sein, um nach der Weisung der Führung Schläge zur vollständigen Vernichtung des Gegners durchzuführen, den Krieg auf sein Gebiet zu verlagern, um wichtige Abschnitte zu erobern. Wenn es in dieser Weisung zumindest einen Satz über Verteidigung gegeben hätte, hätte die Zensur sie unbedingt freigegeben. Hitler wusste natürlich nichts von dieser streng geheimen Weisung Stalins. Dem deutschen Geheimdienst ist es nicht gelungen, sie zu bekommen. Unseren Historikern gelang es übrigens auch nicht. Warum wird das alles geheim gehalten? Warum beginnt man damit erst jetzt, nachdem der Kommunismus zusammengebrochen ist? Und wenn er nicht zusammengebrochen wäre? Wenn er noch 200 Jahre bestanden hätte? Warum hat man 50 Jahre an diese Archive niemanden rangelassen? Der Krieg ist zu Ende. Warum? Wenn wir aus dem Krieg Lehren ziehen wollen, müssen wir diese Archive öffnen und sagen, Genossen Historiker, schaut mal hin und erklärt es uns. Wir aber sagen, nein, Genossen Historiker, so muss man sagen, so und so. Und die Wissenschaftler wissen, dass es geheime Archivbestände gibt. Das gerade ist unmoralisch. Gerade diese Genossen Historiker, die mich bezichtigen, sind unmoralisch. Es ist nicht unmoralisch, dass ich keine Archive benutzt habe, sondern unmoralisch ist das Benehmen der Historiker, die diese Frage nicht gestellt haben, warum sie nicht in die Archive gelassen werden. Warum? Was ist das? Der Krieg ist zu Ende. Diese Panzer gibt es nicht mehr. Warum werden alle Daten geheim gehalten? Warum patrouilliert die Wache seit 50 Jahren mit Kalaschnikows und schießt auf jeden? Sobald die Hunde anschlagen, ist sie dazu verpflichtet, den befehlshabenden Offizier zu benachrichtigen. Warum? Das ist nicht schön, Genossen Historiker. Wirklich nicht schön. Dieses Dokument wurde veröffentlicht. Das Dokument wurde veröffentlicht. Was aber wurde unter dem Gesichtspunkt dieses Dokuments weitergemacht? Jetzt ist es klar, dass unter dem Gesichtspunkt dieses Dokuments ein Krieg vorbereitet wurde.